Hab's. Ich aber auch nicht im Team, aber das fliegt sowieso schnell, relativ schnell wieder raus. Ich meine, was kann das schön? Oh, ich muss wieder rumlaufen. Ich will doch bloß an den Pokéball da unten. Ne? Welches eine Sprühdose Schutz ist. Ob es noch was anderes gibt? Ein Bidita! Hab's so langsam verstanden. Müsste mal wieder ins nächste Pokémon Center, um die AP von Pilmfer zu heilen. Oh, ich werde sowieso nochmal vor dem Arena-Kampf nochmal im Pokémon Center gewesen sein. Ich gehe ja doch nochmal zurück. Was mir bis jetzt aufgefallen ist, bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit entdeckt, Pokémon Home einzubinden. Wie soll ich sagen, ich nehme Pokémon von Pokémon Home und die ich da habe und die setze ich dann hier rein. Aber die Dings habe ich auch noch nicht. Bis jetzt habe ich da noch nichts weiter entdeckt. Ich glaube fast, Pokémon Home ist schon wieder vollkommen egal geworden. Es wurde auch nicht mehr beworben, soweit ich weiß. Oh, hallo, junger Mann. Na, sieh mal einer an. Du hast ja ein Pocket. Das scheint ja sehr modern zu sein, das Gerät. Du bist aber als Trainer noch ziemlich grün hinter den Ohren, oder? Wie? Wie? Aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache, dein Herz schlägt für Pokémon. Ja. Ich bin ein junger, kleiner junger Mann, der von seiner Mama getrennt wurde, weil ich Pokémon sammeln und erforschen soll. Weil es ein alter Sack nicht geschissen kriegt, alleine. Ich glaube, das habe ich schon breit genug getreten. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Und daher schenke ich dir diese TMs. Du erhältst TM 98. Du verstaust TM 98, oder? Diese TM enthält die Kampfattacke Zertrümmerer. TMs ermöglichen es dir, Pokémon auf der Stelle Attacken beizubringen. Doch überlege dir genau, wann du sie verwenden willst. Denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Es sei denn, du hast sie mehrfach, aber es ist ja auch wieder neu. Weil immer in Schild und Schwert war es ja so, ich glaube sogar in den Vorgängern dann auch nochmal, war es ja so, dass du die Dinger unendlich hattest. Ich weiß nicht, ob es in Ultrasonne und Ultramond auch unendlich war, aber in Schwert und Schild waren sie definitiv unendlich. Wenn du sie einmal hattest, hattest du sie immer gehabt. So ungefähr. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das haben sie ja hier auch wieder geändert, beziehungsweise vielleicht haben sie es einfach wieder, weil es früher halt so war, haben sie das im Remake nochmal genauso gemacht. Ich weiß es nicht. Aber gut, da will ich jetzt nicht drüber palabern, das ist halt so.
Denn sie können jeweils nur einmal eingesetzt werden. Außerdem war ich so frei, die App VM-Attacken auf deinem Pocket zu installieren. Wann hast du die Möglichkeit gehabt, an meinen Pocket ranzukommen und diese App zu installieren? Dieses Pocket ist an meinem Arm. Wann hast du das gemacht? Per Telepathie? Hast du meinen Arm einfach genommen, hast da reingumgetippt, hast eine App installiert? Willst du über die App VM-Attacken, ne? Die Attacke Zertrümmerer aus, kannst du so lässig Felsen aus dem Weg räumen. Um davon Gebrauch zu machen, benötigst du jedoch den Orden der Erzlingen Arena. VM-Attacken lassen sich nämlich erst einsetzen, wenn du zuvor die dafür nötigen Arena-Orden erlangt hast. Das ist, glaube ich, auch jetzt. Das ist jetzt wieder neu, weil du musst diese VM-Attacken, in dem Fall heißen sie, nicht dem Pokémon beibringen, sondern du kannst sie so nutzen. Das ist, glaube ich, jetzt auch neu. Zumindest habe ich das so gehört. Aber wie gesagt, das ist jetzt. Ich wusste es vorher auch nicht. Deswegen hatte ich den Zertrümmerer auch Dings beigebracht, Chillast beigebracht. Im Grunde ist Zertrümmerer natürlich bloß eine TM, ich könnte sie wieder vergessen lassen, aber bis jetzt hat sie mir noch relativ gute Dienste geleistet. Aber im Grunde brauchst du es, soweit ich weiß, wie ich gehört habe, nicht mehr, um den Pokémon beizubringen, um halt eben das einzusetzen. Allerdings finde ich umständlich, wie man das mit dem Pocket gelöst hat, sage ich jetzt mal. Ich bin gespannt, welche Fortschritte du machen wirst. Wisst ihr, man muss nämlich den Pocket öffnen. Und dann kann man sie hier nämlich. Muss man hier nämlich auswählen, ne? Hier sind sie nämlich und dann kannst du hier einfach auswählen. Sofern du natürlich den Orden dafür schon hast. Ich weiß halt nur nicht, ob das auch funktioniert, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, hier hingehst und sagst, okay, hier, bam. Aber wie gesagt, so wird es dir zumindest erklärt vom Spiel. Also, wo mein Chillast das konnte, konnte ich das, wie gesagt, auch so machen, indem ich hier anspreche und mache. Es wäre auf jeden Fall ziemlich umständlich. Die weiß zu machen. Erstmal das Ding hier öffnen und dann anklicken. Dann bim. Sehe ich sehr umständlich. Nur allein, weil es. Das wäre mit dem DS einfacher gewesen. Auswählen, dann nicht drücken. Hier musst du erst das Ding öffnen, dann musst du nochmal drücken, damit du das groß machst, damit du dann erst die Möglichkeit hast, hier das auszuwählen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das, wenn du jetzt im Handheld-Modus spielst, sag ich jetzt mal. Ob du dann direkt einfach sagen kannst, okay, ich leg den an und dann klicke ich so an. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich bin sowieso jemand, der selten im Handheld-Modus spielt, also von daher. Wir nehmen Herausforderungen überall und jederzeit an. Das zeichnet uns Trainer ja aus. Aber bis jetzt finde ich diesen Pocket als Feature in dem Spiel eher Blödsinn. Brauche ich nicht. Sehe ich als unwichtig an. Ich meine, na klar hat man da eingebaut, weil er halt zu dem Spiel gehört, weil es halt früher auch dabei war, aber das war halt auch simpler gemacht, weil man da die zwei Bildschirme hatte. Hast du ja jetzt in dem Fall nicht mehr. Dann hätte man hätte das Ganze ein bisschen anders lösen können. Wenn man schon den Pocket mit einführt, sage ich mal. Dann hätte man den wenigstens ein paar andere Funktionen geben können, die vielleicht ein bisschen. Oder den vielleicht ins Item-Management integrieren. Oder ins Pokémon-Management integrieren. Oder ihn vielleicht als. Keine Ahnung. Als Pokémon-Box zu integrieren. Was ja theoretisch gesehen auch so ist, aber du hast ja trotzdem auch die Funktion, dass du Pokémon hinterher tauschen kannst. Auch wenn du jetzt mitten in der Höhle gerade bist. Aber wann sich das Feature freischaltet, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe es auf jeden Fall in Perl schon. Hier habe ich es, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht.
Ich meine, okay, wenn du nur ein Pokémon hast, ist klar, bringt dir das Feature noch nichts. Aber das war schon... Ist schon eine nette Verbesserung, was Pokémon angeht. Also früher musstest du ja, wie gesagt, immer zum Pokémon-Center rennen, dort an den PC gehen. Dort kannst du zuerst das Pokémon umtauschen. Jetzt kannst du das mitten auf dem Feld da jetzt machen. Wenn du theoretisch genug Auswahl hast an Pokémon. Kannst du ja seit Schwert und Schild, soweit ich weiß. Doch, das ist Schwert und Schild. Das gab's ja in Sonne und Ultra, Sonne und Ultra Mond ging das ja noch nicht. Ja, ich kenne mich ein bisschen aus. Ein bisschen kenne ich mich aus. Um ein Durchqueren der Höhle gebührend zu feiern, kämpfen wir jetzt. Du hast die Höhle aber noch nicht durchquert. Da ist erst der Ausgang. Das dauert noch ein bisschen, bis du aus der Höhle raus bist. Es kann immer noch was passieren in den paar Metern. Ich habe gerade überlegt, wie man das in Pokémon Let's Go gelöst hat, aber klar. Du hast ja auch die Pokémon-Box hast du ja quasi in Let's Go auch schon immer dabei gehabt. Stimmt, da war ja was. Du hattest in Let's Go hattest du ja so eine Pokémon-Box, wo all deine Pokémon drin sind. Was natürlich Sinn macht, weil du unterwegs lauter Pokémon fängst. Also selbst wenn du nur dein Starter-Pokémon trainieren willst, musst du ja auch Pokémon fangen, damit das Pokémon Erfahrungspunkte kriegt. Ist ja gut. Bringt dir allerdings nicht die ganze Zeit deine Verteidigung, deinen Angriff zu steigern, wenn du am Ende nicht angreifst. Gegen ein Pokémon, was Stufe 12 ist, wenn ich selber Stufe 6 bin, würde ich nicht erstmal tausendfach boosten, weil ich genau weiß, das macht mich innerhalb von 3 Runden platt. Würde ich nicht boosten, dann würde ich lieber anfangen, von mir aus einmal boosten und dann würde ich versuchen, drauf zu hauen. Wenn überhaupt. Wobei, ich würde es vielleicht gar nicht erst versuchen, mit Stufe 5er, Stufe 6er gegen Stufe 12er zu gewinnen. Es sei denn, ich muss es. Wie gemerkt. Aber theoretisch gesehen wäre das hier so ein Ding, was ich da meiden würde. Weil ich genau weiß, das werde ich am Ende nicht gewinnen. Das kann ich am Ende nicht gewinnen. Ich meine, mit der richtigen Taktik kann man mit dem Level 1er auch einen Level 100er schlagen. Also braucht aber das Level 1er Pokémon gewisse Attacken, damit das funktioniert. Und vor allem auch die Möglichkeit, die erste Runde zu überleben. Ich schätze, man kann auch eine Niederlage irgendwie feiern. Ne? Ja, das ist klar. Man muss ja nicht immer gewinnen. Gewinnen ist nicht alles, meine Kleine. Wie gesagt, das ist einfach theoretisch gesehen, wenn du erfahren bist und Ahnung hast, dann kannst du natürlich auch mit dem Level 1er gewinnen. Aber das ist ja schon. Das setzt halt viele Handgriffe voraus. Hallo Trainer! Hör mal, wenn du ohne einen einzigen Orden daherkommst, werden die anderen Trainer dich nicht für voll nehmen. Ach! Die mobben mich sozusagen, wenn ich keine Orden sammle. Wenn so ein Typ mit 8 Orden auf mich zukommt und ich habe keinen Orden, der denkt sich dann auch so, was bist denn du für ein Weichling, ey? Ah, der hat keine Orden, was ist das für ein Weichling? Soll ich jetzt echt noch das Thema Mobbing anschlagen? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wenn das nicht passiert, zeige ich dir mal, wo hier die Arena zu finden ist. Dir ist aber schon bewusst, wenn ich wirklich
die Zeit aufwenden wollen würde. Arena-Orden zu sammeln. Dann würde ich schon selber irgendwie die Arena finden. Oh! Da wartet ja schon jemand, das ist aber nicht der. Das ist aber nicht der Arena-Leiter. Das wirst du sicher selber wissen, aber. Der Typ, der. Den brauchst du nicht für voll nehmen, der ist sowieso. Der ist bestimmt immer noch auf seinem Gras. Was er immer noch nicht voll bezahlt hat. Wie? Was? Wie? Oh, du bist es, Chris! Du sagst doch immer was, wenn du irgendwann jemanden, wenn jemand übersteht, sagt er erstmal, was? Wie? Wie? Wo? Was? Weshalb? Wie? Was ist denn hier los? Achso, du bist Chris! Das ist immer dasselbe. Hast du es mal wieder langsam angehen lassen? Wie? Ich dachte schon, du kämpfst gar nicht mehr. Ach komm! Also, als wenn das irgendwie ausschlaggebend ist, ob ich nun heute hier ankomme oder erst nächste Woche. Nur weil du auf Crack hier rumrennst und dir jeden Orden nach dem nächsten sammelst und wahrscheinlich jetzt schon 8 Orden hast, muss ich das nicht auch können. Na gut, du siehst vielleicht aus wie ein Eichhörnchen auf Crack, aber gut. Das hat sich der Arena-Leiter wohl auch gedacht, denn er ist schon lange wieder weg. Ich meine, der Arena-Leiter kann nicht wissen, ob jetzt innerhalb von 5 Minuten noch ein Trainer vorbeikommt. Weil irgendwann wird er auch so wieder hierher kommen. Ja, der wird sich denken, okay, ich mache das noch wieder meine Arbeit in der Mine weiter. Und wenn dann ein Trainer kommt, dann kann mein Security-Typ oder wer auch immer da das Ding Wache hält, sag ich jetzt mal, bewacht, dem da ja Bescheid geben. Komm in die Mine, wenn du mit mir kämpfen willst. Und dann können wir ja das gerne aushandeln. Aber wahrscheinlich, vielleicht wurdest du ja dazu auserwählt, dass du mir sagen sollst, dass ich in die Mine gehen soll. Aber so wie du mir das rüberbringst, dann macht man das. Vor allem nicht unter Freunden. Der beste Kumpel kommt nicht zu mir und sagt, ach, du warst mal wieder sehr langsam, wa? Hat nichts mit Freundschaft zu tun. Warst mal wieder sehr langsam, wa? Was ist der Arena auch gedacht? Deswegen ist er schon wieder weg. Er meint aber, er wolle zur Erzlingmine. Du hattest einen verschissenen Job. Einen verschissenen Job. Mir das mitzuteilen, das hättest du beinahe vergessen. Ich habe meinen Orden ja bereits, daher ist mir das ziemlich egal. Und dann, was stehst du denn eigentlich noch hier rum, wenn dir das scheißegal ist? Komm, geh und hol dir deine nächsten 20 Orden. Sind mir scheißegal. Von mir aus mach ich jetzt schon die Top 4. Ich komme schon irgendwann nach und wenn ich dann wieder bei dir bin, dann mache ich dich schon platt. Alles gut. Deine nächste Niederlage wird kommen, das ist kein Problem. Er hat alle immer die große Fresse. So, die Rivalen haben immer die große Fresse von wegen so, ja, ich bin sowieso besser als du. Aber sobald ich dran komme mit meinen Pokémon, bin ich dann ist man wieder verwundert, dass man verliert. Dass sie verloren haben. Das ist der Typ, der, keine Ahnung, 2 Orden hat, stärker als der Typ, der schon 3 oder 4 Orden hat. So von wegen so, ja, jetzt, wie hast du das jetzt gemacht? Das geht ja gar nicht fit, wie zum Teufel. Ich müsste eigentlich stärker sein als du. Ja, das könnte natürlich sein, aber... Ja gut. Niemand nimmt, wa? Na gut. Sagen wir einen schnellen Kampf während meiner Pause aus. Okay. Wenn du allerdings arbeiten musst, Wolfram, dann will ich dich nicht an deiner Arbeit hindern. Also dann mach ruhig weiter. Alles gut. Mach ruhig deine Arbeit weiter. Alles gut.
Ach, ein Onyx. Oben nix. Weil er hat oben mehr als unten. Aber gut. Sorry. Irgendwo. Mach hallo. Macho! Ach, ein wildes Pokémon. Ein Kleinstein! Weiß ja nicht. Ach, Quatsch! Das hat ihn auch nicht gejuckt. Level 13! Ich verrate dir etwas. Ich habe mein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Bist du aber, glaube ich, nicht der Einzige, weil da steht noch ein Macholo, da unten stand noch ein Macholo, da unten war ein Arbeiter, der hat mit einem Kleinstein gekämpft. Mit Schmuggeln ist da nichts, glaube ich. Ich glaube, da warst du nicht der Einzige mit dieser Idee. Da waren deine Kollegen waren genauso schlau. Anführungszeichen. Und wenn man schon Pokémon zur Verfügung hat, die arbeiten können, wie ein Macholo zum Beispiel oder ein Kleinstein, vor allem wenn man in der Mine arbeitet, dann ist das doch naheliegend, oder? Du bist mir vielleicht einer. Ja, ich ziehe ihm sein Monatsgehalt aus der Tasche. Diesen Macholo bin ich auf Route 207 begegnet. Mittlerweile sind sie meine besten Freunde geworden. Ich kann mich voll auf sie verlassen. Okay. Wie gesagt, es ist nichts Neues, nichts Außergewöhnliches, das Pokémon auf Arbeit zu ziehen. Das machen deine Kollegen auch. Von daher. Robustheit hast du, okay? Interessant. Walzer, okay? Und mal davon abgesehen, scheint es ja deinem Chef vollkommen egal zu sein. Weil. Sonst würdest du wahrscheinlich nicht mehr dort arbeiten. Und wie hat der Pokémon-Professor gesagt? Pokémon werden in allen Lebenslagen eingesetzt. Also. Demnach sehe ich da das alles vollkommen legitim. Dann brauchst du hier nicht von Schmuggeln reden. Hey, sieh das mal an! Mit der V-Attacke Zertrümmer kannst du Felsen wie diesen in Windeseile aus dem Weg räumen. Nun ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand bei den Entwicklern denkt, wir sind senil. Aber das hat mir der Typ in der Höhle vorhin auch schon erklärt. Also sorry, das hättest du mir nicht extra nochmal erklären müssen. Hier fallen öfters mal Steine herunter und blockieren den Weg. Wenn man sie nicht zertrümmert, geht's nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, kannst du das auch. Das hat mir der Typ in der Höhle auch vorhin schon erklärt. Erklär mir doch was anderes. Sag doch sowas wie von wegen so, oh, bist du etwa ein neuer Herausforderer? Dann lass uns mal schnell in die Arena gehen. Und dann zeig mir, was du drauf hast oder irgend sowas. Nein, du musst mir dasselbe erklären, was der Wanderer mir an den Anfang der Höhle vorhin gesagt hat. Nochmal. Dafür musst du allerdings erstmal den Arena besiegen. Und der bin ich. Ja, deswegen bin ich ja hier.
um dir mitzuteilen, dass ich gerne in deiner Arena kämpfen möchte. Im Endeffekt ist es mir auch scheißegal, ob wir das in der Mine machen oder in deiner Arena-Hütte da oben. Hauptsache, wir kämpfen. Und du musst mir nicht dreimal das nochmal erklären, was mir der, so ein x-beliebiger Wanderer vorher nochmal erklärt hat. Vor allem hat er mir ja die Attacke zur Trümmerer schon gegeben. Ist ja theoretisch gesehen auch nicht mehr deine Aufgabe. Weil du bist ja jetzt nur noch dafür da, in die Arena zu gehen und dass ich gegen dich kämpfe. Das ist der einzige Grund, warum ich bei dir bin. Weil ich in der Arena kämpfen möchte. Ich bin nicht da, um mir erklären zu lassen, wie zur Trümmerer funktioniert. Oder nochmal zu erklären zu lassen, wie zur Trümmerer funktioniert. Oh, nix. War da gerade was? Warte mal. Ah, da liegt ein Pokéball. Hallo, Gleitschein. Geh nur noch mal ins Pokémon hinter vorher. Wir sind 4 Stunden gleich am Stream. Wahnsinn. Aber so langsam werde ich auch ein bisschen schlapp. Bin in eine Kapsel X-Verteidigung. Muss auch sagen, ich bin hier schneller durchgerusht, als ich es bei Perl bin. Weil ich war nach 4 Stunden schon ein Stückchen weiter in Perl. Nee, warte mal. Nee, Quatsch. Nach 4 Stunden war ich noch nicht so weit in Perl. So rum. Bei den Perl habe ich mit jedem geredet, den ich gefunden habe. Ich bin in jedes Haus gegangen, was ich hier theoretisch nicht gemacht habe. Ich hätte noch einige Häuser in Dings besuchen können, in Sandgämme und so weiter und so fort. Das habe ich alles gemacht. Gab es zwar im Endeffekt nichts Interessantes, aber man weiß ja nie, wo man irgendwie noch ein Item geschenkt kriegt. Zum Beispiel sowas hier. Geschenken Supertrank. Ist halt, wie gesagt, jetzt für mich noch ein bisschen sehr, naja, brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Aber wenn du schon mal hast. Im Gegenzug habe ich aber die TM Kraftschub, die ich in der Trainerschule gekriegt habe, nicht in Perl nicht geholt. Noch nicht. Auf in die Arena! Ich muss aber auch leider sagen, es wird nicht so episch, wie man glauben möchte. Du hast dich nicht an mir vorbeigemogelt? Ich will wissen, wieso du das getan hast. Wieso du das nicht getan hast. Weil mein Plinfa sowieso Training braucht. Mein Onix braucht auch Training. Warum sollte ich mir die Mühe machen, vorbeizuschleichen?
Ich gehe halt nicht den einfachen Weg. Nur allein, weil ich, wie gesagt, blind habe und du bloß einen kleinen Stein. Dich mache ich One-Shot fertig. One-Hit fertig. Muss ich nicht weiter zu sagen. Warum soll ich dann den Kampf meiden? Auch wenn dein kleines Kleinstein mir nicht mal ansatzweise die Erfahrungspunkte bringt, die ich vielleicht brauchen könnte für Onyx und andere. Aber ich bin ja froh, dass Onyx wirklich schon Level 9 ist. Ist nicht ganz so weit auseinander. Nur Trainer mit einer Siegermentalität wagen sich in eine Pokémon-Arena. Oder wenn sie größtenwahnsinnig sind. Setzt Kleinstein ein. Weil ich würde es mir nämlich zweimal überlegen, wenn ich in eine Gesteinarena gehe, ich aber kein Pokémon dabei habe, was irgendwie hilfreich wäre in der Arena. Also theoretisch gesehen natürlich. Ist man früher auch mit einem Glumanda in Rockos Arena gegangen. Klar, muss man ja, sonst kommt man ja im Spiel nicht weiter. Aber theoretisch gesehen hättest du zum Zeitpunkt, wo du gegen Rocko antrittst, schon mindestens 3 Pokémon haben können auch wieder. Also theoretisch gesehen, wie du es nimmst. Allerdings ein Radfratz, ein Taubsier, ja, je nachdem wie weit drin ist, vielleicht sogar schon Tauboga, Radikal weiß ich gar nicht, aber je nachdem wäre gegen Onyx schwierig geworden. Rocko hat ja, soweit ich weiß, einen Kleinstein und einen Onyx gehabt. Oder war das... Nee, er hatte, glaube ich, oder hatte der 2 Kleinsteins gehabt und so. Weil das war ein ziemlich großer Unterschied, weil in Gelb hat er nämlich andere Pokémon gehabt als in Rot und Blau. Das war auch noch so ein Unterschied. Die Edition früher, da hatten die Träten, Arena-Leiter andere Pokémon gehabt. Wobei in Rot und Blau war es ja identisch. Außer die verschiedenen Pokémon, die du finden konntest, fangen konntest, während in Gelb ein bisschen alles anders war. Gut, damals hatten wir auch 3 Editionen, man musste wahrscheinlich ein bisschen alles noch ein bisschen identischer werden. Wobei, Gelb kam, glaube ich, ein bisschen später als Rot und Blau. Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Willkommen, dies ist die Arena von Erzlingen. Ich bin Wade, der Arena-Leiter. Mein Gesteins-Pokémon sind mein großer Stolz. Mein ganzer Stolz. Sehr innovativ, dass die erste Arena eine Gesteinsarena ist. Überlege ich gerade. Eigentlich ganz selten mal anders. Selten, oder? Ich überlege gerade, ob es ein. Ich weiß gar nicht, wie es. War denn das in Schwert und Schild? Aber die Gesteinsarena gehört immer mit zu einer der ersten Arenen. Immer. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke der Pokémon, die mit dir kämpfen. Wobei, du meinst eher die Stärke des Pokémons. Onyx ist noch nicht ganz etabliert. Allerdings ist es auch schwierig, Onyx gegen Gestein-Pokémon einzusetzen. Da wird Onyx nicht viel ausrichten können.
Stufe 10. Das würde nicht viel bringen. Ich wechsle meine Blindfahr nur dann aus, wenn es nicht anders geht. Trotzdem danke. Jetzt ist ja auch ein Trank ein, der Drecksack. Ich das gewusst, dann hätte ich ihn definitiv. Dann hätte ich ihn auf jeden Fall auch erledigen können. Aber gut. Nicht so schlimm. Dann setze ich halt jetzt die Aquaknarre rein. Wir sehen jetzt einen Steinwurf. Gut, ohne ist schon Stufe 12 gewesen. Hätte schlimmer enden können. Ich finde, die Arena-Kämpfe könnten viel epischer wirken. Piekser. Ja, lernen, okay. Er will Piekser lernen, okay. Eine Flugattacke. Blindfahr ist aber nur vom Typ Wasser. Also bringt dir die Flugattacke im Grunde eigentlich nichts. Aber. Das ist sogar schwächer als Klaps. Ist das dein Ernst? Na, von mir aus. Cognudon. Wie gesagt, die Arena-Kämpfe könnten wesentlich epischer sein, weil sie sind einfach typisch, einfach normale Arena-Kämpfe mit einem Trainer, der halt ein bisschen anders aussieht als diese Standardtrainer. Mehr aber auch nicht. Die Inszenierung könnte vielleicht epischer sein, von wegen so, du hast meinen Kleinstein besiegt. Oh mein Gott. Dann zeige ich dir mal, was mein Onyx drauf hat oder sowas im Dreh oder du hast mein Onyx besiegt, du hast meinen Kleinstein besiegt. Jetzt zeige ich dir mein stärkstes Pokémon. Sieh zu und lerne. Hier kommt Cognodon oder irgend sowas, keine Ahnung, dass es ein bisschen epischer präsentiert ist. Das ist Arena-Kampf. Das darf nicht wahr sein. Dabei habe ich meine Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert. Das ist eine typische Aussage von jedem x-beliebigen Trainer von der Straße. Gut, hat gesagt. Das Einzige, was anders ist, du kriegst ein bisschen mehr Kohle von ihm. Vom Arena-Leiter. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Das ist nun mal das Schicksal. Wenn du als allererster Arena-Leiter in der Reihe drankommst, dann musst du automatisch gegen einen Trainer verlieren, der noch keine Orden hatte. Also das ist halt irgendwie so. Einer muss ja anfangen. Wenn ich jetzt, sag ich mal, zuerst zum 8. Arena-Leiter gegangen wäre, der hätte auch gesagt, ich habe gegen jemanden verloren, der noch keine Orden hatte. Oh mein Gott. Wenn ich gewonnen hätte. Was ich zwar nicht glaube, aber man muss mal Theorie aufrechterhalten. So ist es einfach. Tja, da ist nichts zu machen. Du warst stark, ich war schwach. So ist das nun mal. Ja, theoretisch gesehen, du warst ja stark. Das Problem ist einfach, ich habe einfach die Typenschwäche eher ausgenutzt, als wirklich ordentlich zu kämpfen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Aber mir blieb auch sowieso nichts anderes übrig, weil ich sowieso nur ein Wasser-Pokémon und ein Gesteins-Pokémon hatte. Demnach war für mich also die Sache einfach schon vorbei, weil du bist mit Gesteins-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon nun mal komplett im Nachteil. Da kann dein Pokémon so stark sein, wie es will. Natürlich, wenn es jetzt 20 Level über meinen wäre, wäre es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger geworden, weil mein Blindfahr dann hätte nicht anfangen können. Und somit hättest du wahrscheinlich meinen Blindfahr kaputt gemacht. Mit einer Tackle-Attacke von mir aus. Aber theoretisch gesehen, sobald du die Typenschwäche ordentlich ausnutzt, dann ist dann das auch kein Problem, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich dein Onix auf Stufe, sag ich mal, 40 mit meinem
mal als Beispiel mit meinem Level 20er blind war oder danach mit einer Wasserattacke getroffen hätte, wäre der auch fast erledigt gewesen. Aber so ist das halt nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der einen Arena-Leiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du den offiziellen Kohleorden der Pokémon-Liga. Wie gesagt, irgendwo muss man anfangen. Also jetzt darüber zu heulen, dass man gegen jemanden verloren hat, der noch keinen Arena-Orden hat. Das ist ja schon irgendwie... Naja, als wäre jemand ohne Arena-Orden schwächer als jemand, der schon einen Orden hat. Und das ist das ja nicht das erste Mal, weil du hast ja auch gegen meinen Kollegen Barry verloren. Der hatte ja auch noch keinen Arena-Orden, bevor er gegen dich angetreten ist. Also theoretisch gesehen ist das ein Punkt, den brauchst du gar nicht zu erwähnen. Du hast gegen jemanden verloren. Das ist ja schon... Ja, du bist ja schwächer als ich. Wie kannst du gegen mich verlieren? Der Kohleorden möge ich dir das Nummer zu verwenden. Und die hier gebe ich dir auch noch. Du hältst TM, bla 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 bla. Und ich muss das mal vorher noch anmerken. Ich mache das Spiel nicht schlecht, weil ich es schlecht finde. Einfach weil ich das mache hier zur Unterhaltung. An sich, wenn ich es nur spiele, finde ich das ja auch ganz okay, das Spiel. Weil man kann ja alles hier wegdrücken. Wenn man es nicht durchlesen will. Mache ich privat sowieso nicht. Also, naja. Aber ich muss ja hier irgendwie in meinem Stream auch unterhalten, die Leute. Ich kann ja immer sagen, ja, die fügen den Gegner Zahn zu, die neu in den Kampf kommen. Punkt. Das ist dann nicht witzig, oder? Das denkt man auch sich, ja gut, der scheint ja keinen Bock zu haben. Wie gesagt, man muss ja irgendwie auch eine Unterhaltung mit reinbringen. Das hier sind die Sticker, die ich verwende. Verwende Sticker? 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 Was für Sticker? Ich habe kein Sticker-Album, was soll ich mit deinen Stickern? Nimm sie bitte als kleines Geschenk von mir an. Du erhältst die Sticker, die Wade verwendet. Was für Sticker? Wo hat denn der welche verwendet? Dankeschön. Das Problem ist, nicht jedes Spiel gibt mir quasi die Möglichkeit dazu. Gerade Pokémon mit seinen vielen Logikfehlern gibt mir halt die Möglichkeit. ICM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Ach nee. Aber du kannst die nur einmal verwenden. Das hat mir der Typ aus der Dings auch schon vorhin schon gesagt. Das musst du mir nicht auch. Du wiederholst dich. Wie gesagt, Alzheimer habe ich noch nicht. Dankeschön. Trotzdem, Alzheimer habe ich immer noch nicht. Mir wird alles fünfmal erklärt. Und das. Würde ich, theoretisch gesehen, wie gesagt, privat, würde ich mich darüber jetzt nicht aufregen. Das würde ich jetzt nicht machen, weil... Dann kriegt's ja keiner mit. Aber im Stream ist das vielleicht unterhaltsam. Das heißt aber nicht, dass ich die Spiele deswegen schlecht finde. Weil wenn ich sie schlecht finden würde, würde ich sie nicht spielen. Muss man auch mal dazu sagen. Weil ich mag auch... Auch Pokémon Schwert und Schild. So, das Spiel selber. Trotzdem habe ich mich viel über Sachen im Spiel, in meinen Livestreams von damals, von früher, müsste ich jetzt wieder weitermachen, aufgeregt. Oh, nur künstlich. Zu Unterhaltungszwecken. Oh, wir gehen mal einkaufen. Habe ich 17.000, was brauche ich denn jetzt alles? Ich muss mal gucken. Heilball hole ich mir auch nochmal. Kann ich mir 20 leisten? 6.000 geht eigentlich. Netzball hole ich mir plus 10, weil das ist ein bisschen.
Premierbälle. Ich mir plus 10, weil das. Ich könnte mir zwar 11 leisten, aber. Will ich gerade. Oder Netzbälle sind, glaube ich, für Käfer-Pokémon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Heilbälle heilen die Pokémon, wenn du als sie fängst. Naja, gut. Die Pokébälle sind halt normale Pokébälle für relativ schwache Pokémon. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass es hier nicht direkt erklärt wird. Zumindest nicht beim Pokéball. Beim Pokéball ist ja halt. Das sind halt für etwas schwächere Pokémon. Bei späteren Spielverlauf bringen die Pokébälle einfach nichts mehr. Aber gut. Man kann bis 2 holen. Na gut, egal. Kann man sich ja ansammeln. Naja, komm, hauen wir noch. Immer noch 10 Tränke habe ich immer noch. Gegengift. Könnte vielleicht von Vorteil sein. Ach nee, das kostet ja bis 100 nochmal. Nein. Kann ich mir gleich 3 holen. Nun bin ich wieder pleite. Allerdings finde ich die Tatsache interessant, dass man hier immer, wenn man gerade wenn man Pokébälle kauft, ich weiß nicht seit wann das so ist, dass man halt eben auch Premierbälle oder dass man auch Bälle geschenkt kriegt. Finde ich ganz cool. Also der Premierball zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, kein besonderer Ball, aber der sieht halt ein bisschen anders aus als ein normaler Pokéball. Hat aber, glaube ich, vom von der Fangrate genauso viel wie halt der normale Pokéball, soweit ich weiß. Wumms! Huch, Chris! Du hast dir den Orden also geschnappt, wie? Woher willst du das wissen? Ist ja nicht so. Meine Orden-Dings hier, meine Orden-Etui hängt ja nicht an meiner Brust. Und so zeigt mir, guck mal hier, ja, ich hab den Orden, du kleine Mistsau. So, der ist in meiner Tasche, das ist mein Orden-Etui. Du kannst nicht sehen, ob ich den Orden geholt hab. Oder hast du einfach heimlich in meinen Rucksack geguckt? Das Thema hatten wir vorhin schon mal. Man guckt nicht in fremde Leute Rucksäcke. Oder Koffer. Der nächste Ort mit einer Arena dürfte dann wohl ewig genau sein. Hab ich recht? Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weit. Joch. Immerhin konnte ich meine Pokémon ordentlich trainieren. Denn Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstecher hat sich gelohnt. Also hat sich gelohnt. Und da wollte ich mal hochgehen. Gucken wir mal, ob da noch ein paar Pokémon zu finden gibt. Ich geh jetzt zurück nach Jubelstadt. Der Orden von ewig genau steht als nächstes auf der Liste. Auf meiner Liste. Als gehe ich zurück nach Jubelstadt. Gegenfrage. Du willst jetzt den Orden von ewig genau holen. Warum willst du jetzt nach Jubelstadt zurückgehen? Warum gehst du nicht direkt durch die Höhle über Jubelstadt nach ewig genau? Warum sagst du mir, du willst jetzt nach Jubelstadt? Weil dein nächstes Ziel der Orden von ewig genau ist. Dann sag mir doch, dass du jetzt Richtung ewig genau gehst. Du musst mir nicht sagen, dass du zurück nach Jubelstadt gehst. Das ist ja wieder so ein Hink von wegen so, Leute, wenn ihr nach ewig genau wollt, müsst ihr zuerst nach Jubelstadt und von dort aus müsst ihr dann nach oben oder in eine andere Richtung gehen, um nach ewig genau zu kommen. Wieder so ein genaues Erklären, wie ich lang zu gehen habe. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. Bist ja immer noch da. 9? Ach, nee, nix, 9, 8. Die 10 Sekunden sind schon lange rum. Verpiss dich. Bah. Er hat schon Zeit für einen Countdown. Ja. Ich hätte dich noch eine halbe Minute dort stehen lassen können. Das wäre ja auch scheißegal gewesen. So, auch 10, 9, 8. Oh, wer zählt schon? Tschüss. Das ist wieder so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Von wegen so, guck mal. Du musst jetzt zurück nach Jubelstadt. Und von Jubelstadt aus kommst du dann nach ewig genau. Du kommst jetzt nicht von hier. Von, keine Ahnung. Von Erzelingen nach
Nach ewig genau. Kommst du nicht? Das ist mir so von wegen so, ja, hör mal, so und so. Das sind Dinge, die können sich das Spiel eigentlich sparen, so von wegen so, ja. Ich als Spieler werde schon selber wissen, wo ich langkomme. Ich werde schon merken, wenn ich hier oben nicht langkomme. Ich werde schon merken, wie ich hinkomme. Du musst mir nicht erklären, wo ich hin muss. Zumindest, solange ich nicht explizit einen NPC darauf anspreche und ihn dann frage. Weil wenn ich wirklich nicht in der Lage bin zu checken, wo ich hin muss, kann ja alles möglich sein. Kann man immer irgendwelche NPCs ansprechen und die wird sicher einer sein, der dir dann erklärt, pass auf, um nach ewig genau zu kommen, musst du da und da lang. Wenn ich das will, dann kann man mir so eine Option natürlich geben. Aber nicht so eine Option quasi aufzwingen, von wegen so, ja, ich gehe jetzt nach Jubelstadt, um dann nach ewig genau zu gehen. Danke, das weiß ich so ungefähr. Weil das würde das Ganze wesentlich verschnellern. Ne? Da könnt ihr mir einfach sagen, ich gehe jetzt nach ewig genau. Mal sehen. Man sieht sich so ungefähr. Da müsste ich mir jetzt einen Weg suchen, wie ich nach ewig genau komme. Weil dann weiß ich. Ja gut, ob ich nun weiß, dass ich nach ewig genau muss, aber man kann mir natürlich sagen, dass ich nach ewig genau muss. Man muss mir aber nicht direkt einen Weg aufzeigen, wo ich hin muss. Oder wie genau ich jetzt laufen muss. Oder sehe ich das falsch? Ich meine, für Leute, die halt eben nicht so ganz vertraut sind mit Pokémon, den kann man ja ein bisschen Sachen erklären, aber man kann ja gewisse Sachen halt immer noch optional lassen, sag ich jetzt mal. Das wäre so eine Änderung in Pokémon, die man definitiv mal einbringen könnte. So von wegen so, ja, für Leute, die erfahrener sind, die können halt von mir aus Schwierigkeitsgrad normal wählen, dann wird das Tutorial automatisch übersprungen und für die Leute, die keine Ahnung haben, die können einfach wählen und denen wird dann halt alles nochmal so erklärt, halt, wie es normal ist. Und vielleicht gibt es dann noch einen Schwierigkeitsgrad schwer, der dann eben von mir aus so ein Permadeath mit beinhaltet oder sowas wie Nuzlocke oder so ähnlich. Das ist dann für die Leute, die wirklich eine Herausforderung suchen. Machen ja viele auch so die Nuzlocke-Challenge und so weiter. Bin ich jetzt kein Freund davon. Aber für die Leute wäre das doch mal praktisch, die das gerne machen, die sich gerne so eine Herausforderung stellen. Und da muss ich auch nicht erst mir Mühe geben, dass das Pokémon, wenn es tot ist, erstmal freizulassen, sondern dann ist es halt Permadeath und dann es gibt von mir aus vielleicht schon Pokémon Center oder so, aber halt eben nur zur Not halt, sage ich jetzt mal, oder es gibt weniger Pokémon Center oder irgend sowas, sage ich jetzt mal, die halt quasi das auch irgendwie zu einer Herausforderung machen. Für die Leute, die wirklich eine Herausforderung suchen. Ihr versteht, was ich meine. Weil dann hast du zum einen den einsteigerfreundlichen Modus für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Dann hast du den normalen Modus für die Leute, die Ahnung haben, aber die halt das normale Erlebnis haben wollen. Und für die Leute, die ein herausforderndes Erlebnis haben wollen. Doch praktisch, oder? Weil man könnte auch bei diesem Permadeath, sage ich mal, sagen, okay, dann verschwindet das Pokémon direkt aus der Liste und dann ist es weg. Ich meine, solche Optionen wie, du kannst in jeder Route nur ein Pokémon fangen, was ja auch manche bei einer Nuzlocke machen und so weiter. Lässt sich vielleicht auch irgendwie einbinden, keine Ahnung. Dass man vielleicht weniger Pokébälle kriegt oder dass man die Pokébälle genauestens einteilen sollte und so weiter. Oder dass die Fangrate ein bisschen geringer ist und damit Pokémon fangen schwieriger ist oder irgend sowas. Das sind doch alles Optionen, die man halt irgendwie mit einbinden könnte. Kannst du mir nicht erzählen, dass das schwierig wäre, ein Spiel umzusetzen?
Oder sehe ich das falsch? Ich bin jetzt kein Spieleentwickler, aber definitiv, es gibt, wenn man in Rollenspielen eine New Game Plus einführen kann, wo man halt also gewisse Sachen übernehmen kann und so weiter und andere Sachen wieder weglassen kann oder irgendwo, so, dann wird das wohl auch in einem Pokémon-Spiel möglich sein. Aber vermutlich bräuchte man dann vielleicht Entwickler, die ein bisschen Ahnung haben. Wobei, ich will nicht sagen, dass die Pokémon-Entwickler keine Ahnung haben. Die sind wahrscheinlich einfach entweder zu faul oder sie denken sich, warum sollen wir uns groß anstecken, weil unsere Spiele werden sowieso jedes Jahr gekauft. Das wird wahrscheinlich eher der Punkt sein, warum es halt eben immer so bleibt, wie es ist, weil warum soll ich mir Mühe geben, wenn sie es auch so kaufen, also von daher... Und ich will jetzt nicht behaupten, dass das Spiel irgendwie schlecht gemacht ist oder so, weil es läuft ja, es hat keine Bugs, es performance-technisch läuft es gut. Ich habe da schon schlimmere Auswüchse gesehen, sage ich jetzt mal. Auch an stärkeren Konsolen. PS4 und so weiter. Aber jetzt nicht in Sachen Pokémon, sondern halt allgemein so in der Performance und so weiter. Aber wie gesagt... Sollte doch sicher kein Problem sein, da ein bisschen Liebe reinzustecken und vielleicht für alle, was sowohl für Experten als auch für Anfänger was reinzubringen. Das ist dann auch einsteigerfreundlich. Also kann ich mir selber mein eigenes Spielerlebnis erstellen, weil ich dann sage, okay, ich entscheide dann selber darüber, wie ich halt das Spiel erlebe. Erlebe ich es als ultraschweres Spiel oder erlebe ich es als normal oder erlebe ich es als sehr besonders easy? Das ist eigentlich so ein Ding, was man schon seit Jahren hätte bei Pokémon mit einbinden hätte können. So eine Schwierigkeitsauswahl. Von Anfang sagt, okay, auf leicht, mittel oder schwer und jeder Schwierigkeitsgrad hat halt seine besonderen Sachen, sage ich jetzt mal. Das wäre so ein Ding, das wäre so schön umzusetzen. Das würde vielleicht sogar den Wiederspielwert erhöhen, würde ich sagen. Ach! Es wird einfach irgendein random Pokémon gewählt, was halt eben den Trotzomer macht. Ich find's herrlich. Ich versuch's jetzt mal auf die Weise hier, wie es halt eben. Ah, okay. Naja, trotzdem ist es umständlich. Ja gut, es geht flinker, wenn du so nachdenkst. Weil so gehe ich auf den Poketch hier, zack, 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 bam. Muss ich mir nicht groß erstmal einen Text durchlesen jedes Mal. Wie man es nimmt, wa? Bin mal gespannt, ob sich Blindvergleich entwickelt. Lange dauert es ja nicht mehr, bis es Level 16 ist. Ein Igler. Ist es, glaube ich. Pixer. Ja, es gibt Sachen, die würden das Spielerlebnis wesentlich einfacher machen. Viel, viel herausfordernder oder easier oder je nachdem halt, wie man es sehen mag. Wer wäre für jeden was dabei, finde ich. Vielleicht sehe ich das ja auch komplett falsch. Kann ja durchaus sein. Ja, er entwickelt sich. Blindfall entwickelt sich. Wuhu!
Dein Plinfer hat sich zu Plimbrim entwickelt. Finde ich immer noch einen sehr dämlichen Namen, aber gut. Ein Pinguin-Pokémon. Es lebt fernab seiner Artgenossen. Jedes Plimbrim hält sich offenbar für das bedeutendste Exemplar von allen. Also sowas wie, so von wegen so, ja, so, so ein richtig arrogantes Pokémon so ungefähr. Ich bin bedeutsamer als alle anderen, ich bin der Geilste. Interessant. Versucht Metallklaue zu erlernen. Du bist immer noch vom Typ Wasser. Ich weiß nicht, ob dir deine Metallklaue wirklich so viel bringt. Aber gut, ist auf jeden Fall besser als Klaps. Und es könnte mir helfen, wenn ich mal nicht mit Wasserattacken weiterkomme oder mit Flugattacken. Und solange ich nur ein oder zwei Pokémon habe, dann muss ich schon über solche Sachen nachdenken. Ups, Superschall. Mein Pinguin ist verwirrt. Aber sie sind nur noch 5 Level auseinander. Geht eigentlich. Ruf da doch den Bilizer. Ich dachte, deswegen habe ich das ja so gemacht, damit ich das nicht brauche. Frage mich, wo der Bilizer überhaupt herholt. Ich habe ja nicht mal einen Bilizer. Auch logisch. Logisch, unlogisch. Das hätte man vielleicht mit einem Knopfdruck regeln können und sagen können, okay, ich drücke jetzt hier in die Taste und bumm, funktioniert das. Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die musst du mal volle Pulle mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Das Problem ist nur, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt noch kein Rad. Aber das ist schon mal so ein Andeuten von wegen, du bekommst bald ein Fahrrad, was du mit dem ordentlich Gas geben kannst. Hier geht's dann nicht weiter, also kann ich das mal zumachen. Ach, Metallklau ist auch sehr effektiv. Aber es macht nicht so viel Schaden, wie es meine Abwehrknarre gemacht hätte. Ein Politur. Interesting. Wilde Pokémon bringen halt nicht viel Erfahrungspunkte. Was ich aber noch anmerken kann ist, ich finde den EP-Teiler bis zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich gar nicht so verkehrt. Finde ich eigentlich ganz cool. Tatsache, dass man einfach, dass einfach alle Pokémon Erfahrungspunkte kriegen. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, was die Leute sich da immer darüber aufregen.
Ich meine, okay, eine Option von wegen ausstellen oder so ähnlich, das wäre natürlich drin gewesen. Aber dann sich darüber aufzuregen, dass es alles viel easier wird und so weiter. Der hilft mir eigentlich eher dabei, dass meine Pokémon vom Level her gut angeglichen werden. Finde ich jetzt. Also ich finde den absolut in Ordnung, gerade der aktuelle EP-Teiler. Ist auch wie gesagt die Tatsache, dass er vielleicht, dass man ihn hätte vielleicht optional machen können. Aber sonst. Ich habe schon Dinge in Kommentaren gelesen, da denke ich mir, ja, komm, lass mal. Ich sehe doch nicht immer gleich wo Sachen auf. Na gut, Leute regen sich auch über die Grafik von Spielen auf, also. Ist halt. Scheint halt so ein. Jam zu sein, in Anführungszeichen. Regt sich halt gerne über Dinge auf, die halt sehr unrelevant sind. Das hätte so auf einem Gameboy laufen können. Und ich denke so, ja klar. Klar hätte das so auf einem Gameboy laufen können. Wenn du schon versuchst, mit irgendwelchen irgendwelche Sachen zu kritisieren, dann versuch es wenigstens nicht so zu kritisieren, dass man gleich merkt, dass es eigentlich logisch ist. Jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Ach ja, komm. Ich habe so oft, wie ich mich mit Barry geredet habe, da kann das schon nicht mal so schlimm sein. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Manieren bei. Okay. Mensch, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns denn nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Ja, und er möchte halt keine Geschäfte mit euch machen. Also verpisst euch, Jungs. Hören Sie. Es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Ich dachte ja eigentlich, dass mein Assistent ein paar Schritte voraus ist. Demnach gehe ich davon aus, wenn ich es schaffe, den Leuten in den Arsch zu treten mit meinem Blimbrim, dann gehe ich davon aus, dass der Assistent das Dicke hinkriegen würde. Los, Chris! Tun wir uns zusammen und erteilen diesen miesen Typen eine Lektion. Ja, gut, so kann man es natürlich auch machen. Aber theoretisch gesehen hättest du es wahrscheinlich auch selber machen, alleine machen können. Vor allem, wenn man mit so einem Team aufkommt. Baumbill und Zubat. Das ist ja wohl das Schwächste, was man sich an Pokémon hätte raussuchen können. Wir haben ein Baumbill Level 9. Wir haben ein Zubat Level 9. Das ist ein Witz. Das ist der größte Witz der Nation. Da kriege ich mein Starter-Pokémon ist mehr wert auf Level 5 als ein Baumbill Level 9. Das ist nicht bedrohlich. Oder will man mir das Gegenteil behaupten? Ich meine, wenn ich jetzt hingehe und die große Klappe habe zum Professor und sage, pass auf, gib uns deine Forschungsergebnisse, dann passiert deinem Assistenten auch nichts. Dann erwarte ich doch, dass er wenigstens mit Pokémon ankommt, die man erstmal denkt so, ach du Scheiße, wie soll ich denn das hinkriegen? Nein, wir kommen natürlich mit einem Wumpel an, wir kommen natürlich mit einem Zubat an. Das puste ich dir weg. Schon allein, weil ich jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal euch begegne, den ersten Orden habe.
Und wenn ich richtig gut bin, habe ich vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon 3 entwickelte Pokémon, die schon weit mehr wert sind, als es ein Zubat und Baumpilz zusammen wären. Ich meine, okay, hier Fräulein Neunmal Klug hat immer noch ihren Panflamm. Hat es immer noch nicht geschissen, kriegen ihn zu entwickeln. Okay. Trotzdem ist das, was diese Rübel dir zu gegenwerfen. Ein Witz. Ein Witz. Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das habe ich dir gerade 3-mal erklärt. Das liegt an eurer scheiß Pokémon-Auswahl. Wenn ich euer Boss wäre, dann hätte ich euch aber was erzählt. Ihr wärt schon lange nicht mehr im Team drinne. Ich hätte euch zusammengeschissen, dass ihr eurem Lebtag nicht mehr vergesst. Also, da würde ich mich als Boss schämen, wenn ich Leute losschicke, die dann mit einem Waumpel kämpfen wollen, mit einem Zubat kämpfen wollen. Also, sorry, aber, den Job werdet ihr lange los. So wird das nicht. Zeit für zum Rückzug. Die Mission ist fehlgeschlagen. Und diese Mission ist fehlgeschlagen. Ja, mit der Auswahl ist das ja auch absolut kein Wunder. Ey, sorry. Ihr wollt das gefährlichste Team in Sinnoh sein, habt aber die schwächste Auswahl an Pokémon, die man treffen kann. Ich meine, ihr müsst jetzt kein Lugia haben oder so. Aber es wird doch wohl nicht zu viel verlangt zu sein, ein relativ stark entwickeltes Pokémon zu haben. Von mir aus zum Beispiel, keine Ahnung, die Entwicklung von Zubat zum Beispiel, den Golbat schon haben oder so ähnlich. Oder, keine Ahnung, die Entwicklung von Waubel. Ich weiß es nicht. Was denkt man sich als Teammitglied? Was denkt man sich da? Lasst uns keine Wahl. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. Ich kann auch 3-mal gegen euch kämpfen. So ist es nicht. Ihr dürft sogar mal kurz ins Pokémon Center gehen und eure 2 Pokémon heilen. Dann können wir gerne nochmal kämpfen. Weil so ein beschissenes Waumpel habe ich noch nie gesehen. Außerdem, wer ein Waumpel noch Stufe 9 hat, da. Sorry, aber. Auf Stufe 9 hat sich Waumpel, soweit ich weiß, schon lange weiterentwickelt. Und selbst das wäre noch nicht mal ansatzweise eine Erwähnung wert gewesen. So stellt Team Galactic mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Was für ein Wohl? Ihr wolltet dem Professor seine Forschungsergebnisse klauen. Was hat denn das liegt das Wohl aller am Herzen? Nee, einfach nein. Diese Rüpel. Team Galactic schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Ja, mir auch, weil es scheinbar unlogisch ist. In der einen Ecke wollen sie die Forschungsergebnisse vom Professor klauen, was ja einer Diebesbande relativ gut nahe kommt. Das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Kommen wir dann aber mit dem Spruch von wegen uns liegt, das ist das Wohl aller am Herzen. Womit haben sie es unter Beweis gestellt? Indem sie fliehen, weil sie verloren haben. Oder indem sie sich zurückziehen, weil sie verloren haben. Das ist doch... Ja, hast nicht ganz unrecht. Das bereitet mir auch Kopfzerbrechen, weil das alles von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Pokémon scheinen bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit so war. Ja gut, das hat er vielleicht euch erzählt. Das ist ja genauso dämlich. Jemanden überhaupt zu erzählen, was man vorhat, das macht jeder fickte Bösewicht. Ich erkläre dir jetzt meinen Plan, damit du das ja noch vereiteln kannst. Und damit du es noch easier hast, habe ich das schwächste Team, was man haben kann, damit es dir richtig einfach ist.
Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Das mag ja alles sein. Das ist ja auch alles legitim für ein Team wie Team Galaktik oder so. Die müssen ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Aber dann verratet doch den scheiß Plan niemanden, ne? Sorgt dafür, dass eure Teammitglieder etwas bedrohlicher wirken. Wenn mir so ein Hämpfling mit einem Wampel entgegenkommt, dann lache ich. Oder so ein Zubat. Na gut, ein Zubat ist wenigstens noch ein bisschen mehr wert als ein Wampel, aber trotzdem. Da lache ich doch drüber. Team Galactic scheint diese Energie jedoch zu irgendwelchen Zwecken nutzen zu wollen. Ja, das kann ich mir auch denken. Aber man geht doch trotzdem davon aus, dass dann wenigstens was Starkes einem entgegenkommt. Nicht irgendwie ein Wampel. Dass sie mit seinen Fäden beschießen kann oder ein bisschen tackeln kann. Da lache ich drüber. Wie dem auch sei. Chris, das war ein beeindruckender Kampf. Was war daran beeindruckend? Das hätte das beschissene Pfannflamm alleine geschafft. Oh nee, ey. Was euch aber wieder ziemlich lächerlich macht, weil ihr brauchtet meine Hilfe gegen zwei Baby-Pokémon. Ein Pokémon-Professor, der weit gereist ist, der in Kanto gewesen ist, einen Pokédex entwickelt hat, der wahrscheinlich in Kanto laut ewig viele Pokémon entdeckt hat. Hat Schiss vor zwei Hämflingen mit einem Wampel und einem Zubat. Während seine Assistentin daneben steht, die einen Pannenflamm hat. Und es scheinbar nicht alleine geschissen gekriegt hat. Nee, sorry, aber... Aber ich habe wahres Talent bewiesen. Ja, ja, das war Talent. Das hätte nicht, das hätte ich machen müssen. Das hätte Barry geschafft. Das hätte, keine Ahnung. Hätte mein Rival aus Schwert und Schild geschafft. Das ist ein Lappen. Wie du Seite an Seite mit deinem Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Ich kann mich nur wiederholen, ich habe eine Attacke eingesetzt. Das war ein Witz. Ich habe den kurz angehustet, da war der weg. Gut, es könnte vielleicht Corona gewesen sein. Hat er vielleicht Angst vor Corona gehabt? Das kann doch nicht sein. Weiß ich nicht. Chris, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Naja, er ist Pokémon-Professor und als Pokémon-Professor erforscht man nun mal alle Sachen rund um Pokémon. Da gehört halt auch die Entwicklung dazu. Na klar! Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon im Zusammenhang mit dem Phänomen der Entwicklung. Hatte keine Maske auf, genau. Ist jetzt der Professor selbst zu faul zum Sprechen, dass seine Assistentin das erwähnen musste? Ach ja, es gibt dann übrigens das Phänomen Entwicklung. 90% der Pokémon können sich weiterentwickeln. Uff, das ist harter Tobak. Ich frag mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch
auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Inwiefern? Wenn mein Pokémon behindert ist, dass es noch behinderter wird danach? Lucia ist eine Oberschlaue. Ja, wahrscheinlich. Muss man eigentlich alles rausposaunen, was sie von ihrem, Professor gesagt gekriegt hat. Sie hatten wahrscheinlich am Tisch, der hatte gesagt, wow, Pokémon entwickeln sich. Und dann hat er ihr ganz genau erklärt, ja, 90% der Pokémon neigen dazu, sich zu entwickeln. Und genau das hat sie mir jetzt nochmal erzählt, nur um rüberzukommen, so von wegen so, ja komm, ich bin schlau, ich hab Abitur. Ha! Ha! Siehste! Du erzählst jemanden, der seit 20 Jahren sich mit Pokémon befasst, dass Pokémon sich entwickeln können. Wow! Habe ich noch nie von gehört. Jedenfalls ist das nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seinen Forschungen zu unterstützen. Dir ist aber schon bewusst, dass du, wenn du nur mit deinem Panzer die ganze Zeit rumläufst, dass du da deinen Pokédex nicht voll machst. Ich habe schon mehr Pokémon gesehen, als du sehen wirst. Kleine oberschlaue Zicke. Also, nee. Weil das dein Panplan noch nicht entwickelt ist. Ist ja schön und gut. Sagt ja auch keiner. Hat man ja wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Aber ich hab dir gerade so viele Dinge aufgezählt, die dich einfach überhaupt nicht dazu qualifizieren, dich überhaupt mit Pokémon zu befassen. Allein, dass du Angst vor zwei Trainern hast, die einen waumblöden Zubat besitzen, während du einen Panflam besitzt. Was ja offensichtlich vom Typ Feuer ist und wo Panflam, wo Waumpe schwach gegen ist. Aber wer den ganzen Tag nur am Arsch des Professors klebt, dem muss ich sowieso nichts erzählen. Was war das denn gerade? Bist ja krass drauf. Was bin ich? Wieso glaubt denn der andere, dass ich krass drauf bin, weil ich einen Waumpel besiegt habe? Beziehungsweise den Zubat. Ich habe den ersten Orden gesammelt, da war ein Onix als Gegner, da war ein Kleinstein als Gegner. Das ist alles 10-mal wert, als das, was mir Team Galactic entgegengeworfen hat. Da hat auch keiner gesagt, boah, du bist so krass. Außer vielleicht der Arena selber. Wie konnte mich nur ein Typ ohne Orden besiegen? Keiner hat gesagt, ich bin krass, weil ich den Onix besiegt habe. Keiner hat gesagt, dass ich krass bin, dass ich einen Kleinstein besiegt habe. Dass ich einen Cognodon besiegt habe. Keiner hat gesagt, ich bin krass. Aber ich besiege einen Zubat von Team Galactic. Dass er so furchteinflößend ist. Da bin ich krass. Da bin ich krass drauf. Nein, diese Typen sahen nicht gefährlich aus. Das waren zwei Hämpflinge. Und damit meine ich jetzt nicht mal wirklich ihre Pokémon, sondern das waren einfach Hämpflinge. Aber nicht hatten sie nicht die geringste Chance. Ich hätte mit den Armdrücken machen können, hätte ich genauso gewonnen. Die haben noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Na gut, ich auch nicht, aber... Naja, gut. Trotzdem. Die haben wahrscheinlich noch nie irgendwie Steine gehoben, so wie die aussahen. Essen haben sie wahrscheinlich auch kaum, kriegen sie auch kaum vom Boss. Was ich natürlich nachvollziehen kann, der Boss muss sich ja irgendwie bestrafen mit dem Scheiß, den sie einem gegenwerfen. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, ne? Den hätten die wahrscheinlich auch nicht tragen können. Aber gut. Sorry. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, aber eigentlich interessiert es mich eigentlich nicht, weil du siehst aus wie so ein irrelevanter NPC von den ich jetzt treffe und dann nie wieder im Laufe meiner Pokémon-Karriere.
Sie hat vergessen, wie die Reihenfolge ist bei den Elementen. Feuer, Feuer, Stein, Pflanze, Wasser, Wind und so weiter. Ja. Die klebt den ganzen Tag am Arsch des Professors. Da lernen sie nichts. Ja, das kleine Kind in der Trainerschule hat's doch schon vorgemacht. Man muss, was man lernt, anwenden. Ja, gut. Das kleine Kind aus der Trainerschule wird wahrscheinlich besser Trainer, als Lucia selber werden wird, weil sie nur am Arsch des Professors klebt. Wie ich euch vorgestellt habe. Ich heiße Lana. Ich kümmere mich in Herzhofen um die Verwaltung des PCs. Ach so, na gut, dann könntest du vielleicht noch ein bisschen relevanter sein. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Ah, okay, das ist... Okay, das ist übrigens das Feature, was ich gemeint habe. Kann ich euch gleich mal zeigen. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Du erhältst einige Ballkapseln. Und kannst nun die Funktion Kapseldeko verwenden. Sehe ich jetzt nicht als relevant an, aber für die es brauchen... Mittels Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an den Pokébällen deiner Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balles tolle Effekte zu sehen. Hat das sonst noch irgendwelche Auswirkungen oder ist das einfach nur modisches Accessoire? Außerdem erhöhen sich deine Siegeschancen bei der Superwettbewerbsshow in Herzhofen, wenn du Sticker verwendest. Ja gut, okay. Ja. Ist ja alles schön und gut. Das ist aber jetzt nicht unbedingt eine Sache, die mich als Trainer wirklich interessiert. Weil ich bin Pokémon-Trainer. Mein Ziel, mein grundlegendes Ziel ist ja erst einmal, den Pokédex zu füllen. Meine zusätzliche Aufgabe, die mir auch aufgezwungen wurde, wohlgemerkt, sind die Orden sammeln, ne? Der modische Effekt. Im Grunde, außerdem spiele ich einen männlichen Charakter. Dem sollte eigentlich die Schönheit, in Anführungszeichen, bei irgendwelchen Wettbewerben komplett am Arsch vorbeigehen. Gut. Gut, da ist auch jeder anders. Das ist auch bei jedem anders. Da gibt auch jemand, der denkt sich, ja, es ist wichtig, dass meine Pokébälle gut aussehen. Es ist wichtig, dass das aussieht, gut aussieht. Ja, gut. Will ich jetzt auch nicht bestreiten, dass nur weil ich ein Junge bin, dass es das halt so sein muss. Aber theoretisch gesehen, wenn mich interessieren würde, ist ja alles schön und gut. Können wir das mal Kostümwettbewerbe gab? Ich glaube ja, sowas ähnliches. Es gab sowas ähnliches, ja, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt nun aus der vierten Generation war oder aus der fünften, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Wettbewerbsgeschichten habe ich nie gemacht. Die haben mich nie interessiert. Weil im Endeffekt gab es da auch nichts Besonderes zu holen. Zumindest nichts, was mich in irgendeiner Form interessiert hätte. An deiner Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi! Erstens habe ich kein Sticker-Album. Zweitens interessieren mich deine Sticker in Scheiß. Und drittens, ja gut, für die Leute, die es interessiert, macht's. Ich mach's nicht. Interessiert mich nicht. Mich auch nicht. Das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, mich haben die Wettbewerbe einfach nie interessiert. Ich habe ein oder zwei Mal mitgemacht, um zu gucken, wie die so sind, wie die so gestaltet sind. Und dann habe ich mich auch gar nicht mehr weiter befasst und dann habe ich einfach weiter meinem eigentlichen Pokémon-Spiel gewidmet, dass ich irgendwann die Top